Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen im Folgenden über den Anlass und den Ablauf des Untersuchungsausschussverfahrens Umgang mit Hinweisen auf Verdachtsfälle von Kindesmissbrauchs am Universitätsklinikum des Saarlandes seit Oktober 2003 in der Kurzbezeichnung Untersuchungsausschuss Missbrauch berichten. Im Juni 2019 wurde veröffentlicht bekannt, dass ein in 2016 verstorbener Assistenzarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, kurz KJP genannt, des Universitätsklinikums des Saarlandes, dem UKS, im Verdacht des Kindesmissbrauchs gestanden hat. Im Raum standen Vorwürfe, dass der Arzt sowohl in der Klinik bei der Behandlung von Kindern als auch in seinem privaten Umfeld Straftaten begangen hat. Nach der Information der Öffentlichkeit durch die Pressekonferenz im Juni 2019 wurde von den Medien insbesondere die Art und Weise der Aufklärung der Vorwürfe durch die Verantwortlichen des UKS, Polizei, Staatsanwaltschaft, Behörden und Regierung in den Fokus gestellt. Kritisiert wurde auch in der Vergangenheit unterbliebene Information der Eltern der betroffenen Kinder. Schließlich wurden die Aufsichtsstrukturen innerhalb des UKS und die Kommunikation zwischen Regierung und UKS thematisiert. Die Eltern der betroffenen Kinder beauftragten Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die schwere Vorwürfe erhoben. Im Zuge der so entstandenen öffentlichen Debatte beschloss der Landtag des Saarlandes auf Antrag der CDU-Landtagsfraktion, der SPD-Landtagsfraktion und der Die Linke-Landtagsfraktion am 28. August 2019 die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses Missbrauchsfälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg, dessen Bezeichnung mit Beschluss des Landtages vom 30. Oktober 2019 in Verdachtsfälle von Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg geändert wurde. Im Dezember 2019, das heißt lediglich wenige Monate nach der Einsetzung des Untersuchungsausschusses, wurden sodann neue Missbrauchsverdachtsfälle aus dem Bereich der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsklinikums des Saarlandes öffentlich bekannt. Was die Ausweitung des Untersuchungsgegenstandes des eingesetzten Untersuchungsausschusses und dessen Umbenennung in Umgang mit Hinweisen auf Verdachtsfälle von Kindesmissbrauchs am Universitätsklinikum des Saarlandes seit Oktober 2003 erforderlich machte. Dies erfolgte mit Beschluss am 4. Dezember 2019. In der konstituierenden ersten Sitzung des Ausschusses am 24. September 2019 wurden folgende Personen gemäß § 27 Absatz 1 und 2 Landtagsgesetz als Betroffene festgestellt. Herr Prof. Dr. Alexander Karl-Peter von Gonthardt, Frau Dr. Diana Elka-Tipp, Herr Ulrich Kerle und Frau Petra Schmalenberger. Nach Erweiterung des Untersuchungsauftrages am 4. Dezember 2019, ich habe darüber berichtet, hat der Ausschuss in seiner fünften Sitzung vom 11. Dezember 2019 den Status der Betroffenen überprüft und einstimmig beschlossen, dass sich der nunmehr erweiterte Untersuchungsauftrag nicht mehr ausschließlich oder ganz überwiegend auf die bisherige Betroffene Frau Dr. Diana Elka-Tipp bezieht und diese somit entsprechend § 27 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über den Landtag des Saarlandes aus dem betroffenen Status zu entlassen ist. Die Ausweitung des Untersuchungsgegenstandes auf die Missbrauchsverdachtsfälle in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsklinikums des Saarlandes
hatte außerdem zur Folge, dass für den Direktor der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Herr Professor Dr. Bernhard Schick, gemäß § 27 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über den Landtag des Saarlandes durch Beschluss des Ausschusses in seiner fünften Sitzung vom 11. Dezember 2019 der betroffenen Status festgestellt wurde. Der Landtag des Saarlandes beschloss in seiner 32. Sitzung am 30. Oktober 2019 einstimmig die Annahme des von der CDU-Landtagsfraktion, der SPD-Landtagsfraktion und der AfD-Landtagsfraktion eingebrachten Antrags betreffend Änderung der Bezeichnung eines Untersuchungsausschusses von bis dato dann Missbrauchsfälle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg in der neue Titel lautete Verdachtsfälle von Missbrauch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Homburg. Am 4.12.2019 fasste der Landtag des Saarlandes den Beschluss, dass der Untersuchungsausschuss die Bezeichnung Umgang mit Hinweisen auf Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch am Universitätsklinikum des Saarlandes seit Oktober 2003 erhält und folgenden Untersuchungsgegenstand hat. Ich zitiere hier, neue Erkenntnisse aus der HNO-Klinik über die Einsetzung des Untersuchungsausschusses auslösenden Verdachtsfällen sexuellen Missbrauchs in der Kinder- und Jugendpsychiatrie durch den verstorbenen Assistenzarzt S. hinaus machen eine Ausweitung des Untersuchungsgegenstandes erforderlich. Art und Umstände des Umgangs des Klinikums mit Hinweisen auf Missbrauchsverdachtsfälle im Bereich des UKS gebieten nun eine grundsätzliche Untersuchung. Es soll untersucht werden, wie die im jeweiligen Zeitpunkt beteiligten Stellen mit Verdachtsmomenten und Anhaltspunkten auf Kindesmissbrauch umgegangen sind. Die Aufklärungsarbeit des Ausschusses soll dazu dienen, vorhandene Abläufe und Strukturen, insbesondere auch die Kommunikation mit Behörden, umfassend zu überprüfen, Verantwortlichkeiten festzustellen und Verfahren anzupassen. Im Mittelpunkt dabei steht der Schutz möglicher Opfer. Die durch den Ausschuss gewonnenen Erkenntnisse sollen auch insgesamt dazu dienen, den Kinderschutz zu verbessern, Kinderschutzkonzepte zu entwickeln und diese in den beteiligten Institutionen zu implementieren. Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle auch ein paar statistische Fakten zusammenfassen. Der Untersuchungsausschuss ist zu 33 Sitzungen zusammengetreten. Hiervon dienten sämtliche Sitzungen der Beratung und 26 Sitzungen auch der Beweisaufnahme bzw. zusammenhängenden Sachdarstellung der Betroffenen. Die letzte Sitzung des Ausschusses fand am 11. Januar 2022 statt. Der Untersuchungsausschuss hat insgesamt 34 Beweisbeschlüsse erlassen. Die Zeugeneinvernahmen und die Beiziehung von Akten und Beweisdokumenten zum Gegenstand hatten. Und insgesamt wurden durch den Untersuchungsausschuss 90 Zeugen vernommen. Zur Beiziehung von Unterlagen fasste der Ausschuss mehrere umfangreiche Beweisbeschlüsse, in deren Ausführung wurden unter anderem 41 Aktenordner der Staatskanzlei, 18 Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Saarbrücken, Akten des Universitätsklinikums des Saarlandes, des Ministeriums der Justiz, des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport, des Regionalverbandes Saarbrücken, des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, der Ärztekammer des Saarlandes, der Ärztekammer von Rheinland-Pfalz und des Jugendamtes übermittelt und seitens des Ausschusses ausgewertet. Der Ausschuss hat sich nach der durchgeführten Beweisaufnahme nicht in der Lage gesehen, ein von einer Mehrheit getragenes, begründetes Ergebnis der Untersuchung festzustellen. Vielmehr liegen nunmehr 4 Wertungsteile, nämlich der CDU-Landtagsfraktion, der SPD-Landtagsfraktion, der Landtagsfraktion Die Linke und der AfD-Landtagsfraktion vor. Zudem sind Stellungnahmen der Betroffenen Herrn Ulrich Kerle, Frau Petra Schmalenberger und auch Herrn Professor Dr. Bernhard Schick eingegangen. Der seitens der Ausschusssekretärin gefertigte objektive Teil des Abschlussberichtes bildet zusammen mit den einzelnen Werturteilen der Landtagsfraktionen sowie den Stellungnahmen der Betroffenen eine einheitliche Drucksache.
Die weitere inhaltliche Auseinandersetzung mit den Ergebnissen der Untersuchung wird Gegenstand der nachfolgenden Aussprache sein. Mir bleibt an dieser Stelle eigentlich nur noch der Dank. Der Dank an die Kollegen und Kolleginnen, sei es als ordentliche Ausschussmitglieder oder als Vertreter an der Stelle. An alle Mitarbeitenden, sei es an die Mitarbeiter und Mitarbeiter der Fraktionen, insbesondere der Verwaltung. Und ganz herzlichen Dank möchte ich auch an die Ausschusssekretärin Frau Ellen Kaas von dieser Stelle aus richten. Sie hat uns gut begleitet in diesen Monaten und auch mit dazu beigetragen, dass dieser objektive Teil entsprechend so gefertigt wurde. Ich danke, das ist gut. Ich möchte mich aber auch bei den Betroffenen und deren Rechtsbeistände bedanken, die ebenfalls in den fast zweieinhalb Jahre die Arbeit des Ausschusses mit begleitet haben. Und auch ganz besonders danke ich den Besucher und Besucherinnen, die gerade aus ihrer Verbundenheit heraus zu Kindern, zu betroffenen Kindern und deren Familien ebenfalls uns in unserer Arbeit begleitet haben. Die Arbeit in den vergangenen 2 Jahren, wie ich gesagt habe, war grundsätzlich durch eine gute Sacharbeit, auch durch Sachlichkeit geprägt. Und das hat auch die Materie uns allen in dieser Ausschussarbeit abverlangt, möchte ich auch sagen. Und ich denke auch, uns alle eint auch das Ringen um den besten Schutz für unsere Kinder in diesem Land. Und auch wenn die Materie jeden von uns einiges abverlangt hat, ich durfte mal den Chat verlesen, auch das war keine angenehme Situation. Aber so denke ich, das ist nicht zu vergleichen mit der Arbeit, die von Ermittlern unternommen wird in solchen Fällen. Bis hin zu den, auch die Staatsanwaltschaft, die zählen ja zu den Ermittlungen dazu, bis hin zu den Personen, die auch dann betroffene Kinder und die Familie auch in Prozessgeschehen begleiten. All diese Professionen, die in diesen Missbrauchsverdachtsfällen, wir brauchen nur nach Nordrhein-Westfalen zu schauen, die dort entsprechend verhandelt sind, da kann ich nur eins sagen. Meine höchste Achtung vor diesen für ihre Arbeit, meine Hochachtung und auch meinen Dank, den kann ich auch für den Ausschuss aussprechen an dieser Stelle, für die Arbeit, die dort entsprechend diese Personen in diesen Verfahren leisten. Und ich kann all diese Menschen auch nur auffordern, lassen Sie nicht nach in Ihrer Motivation und in Ihrem Engagement, solche Fälle aufzuklären. Und wir dürfen auch nicht nachlassen, Ihnen dann die besten Unterstützung zu geben, Ihnen auch die besten Rahmenbedingungen zu geben, dass diese Fälle aufgeklärt werden können. Und die mutmaßlich Beschuldigten, wenn sie dann Beschuldigte sind und wenn sie dann letztendlich überführt werden können, dass die auch dann entsprechend strafrechtlich dann auch belangt werden. Meine Damen und Herren, der Ausschuss, wie gesagt, man lernt mit jedem Ausschuss dazu. Auch diese Ausschussleitung hat auch noch mal dazu geführt, dass man nach einigen Jahren wieder dazulernt. Zur Materie habe ich gesprochen. Meinen herzlichen Dank an Ihnen allen kann ich auch nur noch mal sagen. Und gemeinsam, denke ich, müssen wir weiterhin für den Schutz der Kinder arbeiten. Denn wir wissen alle, Kinder sind der größte Schatz, den unsere Gesellschaft hat. Vielen Dank.